Recht herzlich willkommen zur 256. Folge von City Skylines. Ja, wir sind hier auf unserer mittleren Insel. Wir hatten letztes Mal bis hierhin, ne, jetzt müssen wir nochmal gucken. Ja, diesmal ist es richtig, was ich da anzeige. Hier, bis dahin sind wir fertig. Und müssen jetzt noch weiter nördlich gucken, dass da noch ein paar Buslinien fahren, ne? Wir haben eine U-Bahn, da eine U-Bahn. Wir haben hier die Buslinie, die dann da vorbeifährt. Das ist alles gut. Hier geht die Straßenbahn durch. Hier geht aber nichts durch, ne? Also hier fährt zwar eine Buslinie lang, aber da stellt sich die Frage, ob die sinnig da lang fährt. Diese hier ist gut, die können wir so lassen. Haben wir das nicht schon mal geguckt? Weiß ich gar nicht mehr. Hier fehlt es aber an einer Buslinie. Da wird hier das Industriegebiet erschlossen. Und dieses hier, und das wird, ja okay, das geht. Hier fehlt so ein bisschen dran, ne? Die fährt da lang. Und fährt dann da wieder zurück wahrscheinlich, oder? Wird wohl so sein. Hier ändert eine durch, die haben wir wohl schon mal gemacht. Hier ist auch okay. Hier ist eine in Gelb. Die sieht auch gut aus. War gut, ist gut. Brauchen wir nicht mehr machen, oder was? Hier fährt auch eine durch. Dann haben wir das schon hier erreicht. Ich glaube, dieses hier wäre jetzt noch kurz zu überlegen, ob das Sinn macht. Geht da irgendwo überhaupt eine Straße rein? Ja, da. Achso, das ist die mit dem Tunnel, ne? Die hilft uns oben auch nicht weiter. Da geht hier eine rein, ne? Und fährt da durch. Das Häuschen wäre hier. Busse haben wir ausgewählt. Wo geht die Straße rein? Hier. Ne, da. 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 Machen wir hier noch eine. Machen hier irgendwo den Umsteiger. Da. Und fahren hier noch durch. Ist hier nur eine Haltestelle, ja, dann nehmen wir die da auch mit. Und die freuen sich, wenn hier noch einmal angehalten wird. Und dann ist da ja schon eine. Schließen wir da. So, dann haben wir dieses Viertel auch noch erschlossen. Dann sind die da auch noch glücklich. Obwohl, hier hinten ist natürlich auch noch eine Straße, ne? Zweier sogar. Da fährt gar keiner lang. Da. Nach da. Nach da. Nach hier. Und dann. Ja. Nach hier. Genau. Kann man hier irgendwo umsteigen? Wenn wir diese Tunnelstraße fahren würden, wenn wir hier rauskommen, aber wir hätten dort, da ist es dann okay. Das würde bedeuten, vielleicht hier direkt am Ende noch eine Haltestelle machen und kommen hier vorbei und schließen dann da, oder? Nochmal hier hin. Und da geschlossen. Fertig. Sind die auch glücklich. So, jetzt haben wir es, glaube ich, ganz komplett verdreht, ne? Oder? So rum ist richtig. Ja, ich glaube ja. Ja, genau. Und wir sind jetzt hier weiter am Gucken. Da fährt eine Bushaltestelle, die auch da Umstieg hat. Hier wahrscheinlich noch da Umstieg. Hier fehlt es auf dieser Seite noch. Mal da. Hier geht noch eine Straße lang. Ne? Ja. Da. Da. Da.
fahren dann hier außen nochmal lang. voll doof. Fahren wir nicht außen lang, sehe ich gerade. Weil wir kommen da gar nicht wieder rein. Obwohl, doch, wir fahren da außen lang. Ja, dann nehmen wir dieses Stadtgebiet noch mit. Fahren hier rein. Fahren da lang. Wo kommen wir denn hier an? Da. Ist das hier eine Sackgasse? Ne, da geht's wieder raus. Okay. Das bedeutet, wir fahren hier noch rüber. Oder geht's hier wieder irgendwo auch noch raus? Ne, ne? Ne, man muss da umdrehen. Okay. Da lang. Und kommen dann hier wieder raus und drehen hier um. Genau, passt. Dann hier rüber. Halten hier an. Und kommen zum Schließen wieder dahin, ne? Wo müssen wir denn da hin? Okay. Da lang. Und da lang und geschlossen. Passt. Haben wir das? Haben wir das. Hier kommt auch ein Bus in der Nähe her. Hier im Friedhof ist da denn in der Nähe was? Ja, da ist da die Haltestelle. Naja, okay. Ja, hier ist noch ein bisschen größer, ne? Könnte man jetzt hier noch eine Haltestelle machen? Da. Ja, hier halten wir damit an. Hier ist die Bushaltestelle. Mach die mal weg. Mach die mal hier hin. Hier können wir nochmal. Ja. Geht das da nicht durch? Ah, das ist eine Haltestelle, die sag schon keinen Sinn macht. Gut. Dann machen wir doch hier eine Haltestelle hin. Da eine hin. Und ja, können wir auch noch hier einen Wechsel machen. Kommen dann hier auch wieder lang. Halten da an. Halten da an. Halten da an und schließen. Wunderbar, passt. Haben wir das auch. Dieser Bereich war fertig. Der Bereich ist auch gut. Hier hinten wäre... Die haben alle Privat-Pkw. Die brauchen keine. Hier. Macht's noch Sinn, ne? Oder? Ja. Machen wir hier. Eine Haltestelle. Da eine. Hier eine. Da eine. Da eine. Kommen wir da irgendwo anders raus? Ja, da. Wo sind wir jetzt zur Zeit? Da. Dann da. Sind ja alle schon glücklich, das ist schon mal gut. Dann hier einer. Da einer. Hier. Und können dann da schließen. Passt auch.
Da ist was. Da brauche ich. Da oben haben wir drüber gesprochen. Hier sieht's gut aus. Hier sieht's gut aus. Hier auch. Hier. Ist das ein Taxistand oder was ist das? Ich glaube schon, ne, müssten wir mal anmachen. Geld ist gerade knapp, sehe ich da unten auch. Hier ist alles organisiert. Hier ist Waldfläche. Ja, ich glaube, wir sind dann durch. So viel zum Thema ÖPNV. Das. Ja, passt. Hier oben waren noch zwei Sachen. Ja, und da war es ja noch, dass der MAZ geschrieben hatte, dass ich dieses hier weniger machen soll, mehr Müllverbrennungsanlagen machen soll. Dann hätte ich auch nicht so viel zu tun. Das hatten wir auch noch Thema. Soweit würde ich sagen, ist es jetzt erstmal hier aber okay. Sieht doch soweit gut aus. Ich sehe jetzt auch gerade nicht irgendwelche Friedhöfe oder sowas, die überbelegt sind. Beziehungsweise gerade gemacht werden müssten. Was ist das? Okay, nicht genug Verkaufswaren, dann müssen die noch exportieren oder importieren. Okay. Da ist noch einer frei. Läuft, würde ich sagen. Hier ist alles gut, da brennt's. Hier flackert's passend, da ist noch einer. Alles ist gut. Hier sieht's schick aus. So, haben wir das erstmal soweit fertig hier. Mal hier noch was. Ne, hier ist alles schick. Okay, dann sind wir damit durch. ÖPNV können wir jetzt abhaken. Den haben wir jetzt erstmal, denke ich mal, großflächig reorganisiert. Und dann müssen wir nächstes Mal weiter schauen mit den weiteren Sachen, die der MAZ noch hatte. Ja, das wäre jetzt wirklich, dass wir dann, wenn wir das wollten, die Dinge zurückbauen. Hier ist auch schon die Mülldeponien und dafür Verbrennungsanlagen machen. Und bei den Friedhöfen halt Sanatorien, ne? Aber müsste man dann erstmal überlegen, ob man das überhaupt will. Ne, man könnte natürlich irgendwelche Dingens machen, wie heißt es, Mods machen, die dann das alles automatisch machen, aber das ist ja nicht unser Ziel. Wir wollen es ja auch spielen, das Spiel. Vanilla wollen wir auch. Ne? Kann man natürlich auch anders handhaben. Hier brennt es aber ganz schön viel, ne? Ist da eine Feuerwehr vor Ort? Ja. Wird werden. Ja, die Staus sind jetzt noch immer den Zeppelin, natürlich, die wir da letztens hatten. Kriegen wir das nochmal auf dem Schirm hier. Hier hinten sieht's gut aus, aber irgendwo waren ganz viele Zeppeline in einer Schlange. Hier ist gut. Hier sind drei jetzt, ne? Ne, da kommt einer wieder hoch, ja. Ja, das ist jetzt schwierig, ne? Die fliegen jetzt hier hin? Ist das denn so richtig? Warte mal, nee, die verschwinden dann, ne, oder? Komme ich jetzt nicht so ganz hinter? Warum die wegfahren? Weil zu viele im Kurs waren, oder? Oder müssen die regelmäßig zur Wartung? Das weiß ich jetzt nicht. Hier stehen auch welche im Stau. Oh, da sind jetzt Flieger. Die würde ich ja mal gerne gerade gucken, ne? Na, komm schon. Das weg. Das. 200.
Das 12, okay. Die sind aber auch gerade nacheinander gekommen. Das macht den Unterschied dann aus, ne? Das wäre der Flugplatz. Und wo ist der andere? Oder hier? Nee. Wo hatten wir denn den zweiten? Der war doch hier irgendwo auch, ne? Oder? Wo ist das zweite Rollfeld hin? Hä? Da ist es. Da ist aber gerade kein Flieger. Den wir gucken können, wie viel da kommen oder nicht kommen. Da ist ein Flugzeug, aber das fliegt wahrscheinlich noch nicht mal dahin. Da, da. Passt schon. So, alles soweit okay, würde ich erstmal sagen. Gucken wir noch die anderen Punkte in der nächsten Folge an, die der MAZ hatte. Und dann werden wir das auch noch beheben können. Wir sind gerade ein bisschen im Plus da unten mit der Zahlen. Das ist gut. Allerdings sind nicht so viele zufrieden. So ein paar sind da negativ beeinflusst, aber das werden wir auch noch hinkriegen. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls ihr der Folge etwas Positives abgewinnen konntet, dann gebt einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an, damit ihr mit der nächsten Folge wieder informiert werdet, wenn ich was hochgeladen habe. Alles klar, würde ich sagen, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.